Die Burg Feuchtenstein ist das weithin sichtbare Wahrzeichen des nördlichen Burgenlandes. Sie ist eine Gründung der Grafen von Mattersdorf, die mit ihr die Ödenburger Wiener Neustädter Pforte und damit eine wichtige Straßenverbindung kontrollieren konnten. Diese Familie, die ursprünglich aus Spanien kam, wurde um 1202 vom ungarischen König Emmerich mit dem Gebiet zwischen Neusiedlersee und Rosaliengebirge belehnt. Sie errichtete ihre Stammburg 1250 im heutigen Mattersburg. Ihre Herrschaft umfasste nahezu den gesamten Bezirk Mattersburg, sowie einige Dörfer des Bezirkes Eisenstadt. Die Mattersdorfer konnten sich aber ihres riesigen Besitzes nicht lange erfreuen, denn sie sollten gemeinsam mit den Güssinger Grafen die heikle politische Lage im Grenzland zwischen Ungarn und Österreich ausnützen und ein vom Lehnsherrn weitgehend unabhängiges Territorium schaffen. Während der Güssinger Fehde belagerte daraufhin 1289 Herzog Albrecht I. von Habsburg die Mattersburg und nahm sie schließlich ein. Im Hainburger Frieden von 1291 wurde die Schleifung angeordnet und 1294 auch durchgeführt. Diese erfolgte so gründlich, dass heute nicht einmal mehr ihre genaue Lage bekannt ist. Die Mattersdorfer begannen darauf noch vor 1300, auf einem ohnehin zur Verteidigung besser geeigneten hohen und steilen Dolomitfelsen, am Osthang des Rosaliengebirges, nur etwa 2 Kilometer östlich der ehemaligen Grenze zu Österreich, eine Burg als neuen Familiensitz der Grafen von Mattersdorf-Feuchtenstein, wie sie sich nun bis in das 15. Jahrhundert hinein nannten, zu erbauen. Sie wird 1343 erstmals urkundlich erwähnt, war aber damals natürlich bescheidener als heute. Die Burg war damals natürlich wesentlich bescheidener als heute und bestand nur aus einem Bergfried und einem Wohngebäude, die beide von einer Ringmauer umgeben waren. An drei Seiten fällt der Burgfelsen steil ab. Lediglich an der Angriffsseite im Westen musste ein tiefer Halsgraben in den Fels geschlagen und ein kleines Vorwerk angelegt werden. Feuchtenstein gehörte weiterhin zu Ungarn, doch boten die Grafen 1375 den österreichischen Herzögen ihre Gefolgschaft an, was zu Konflikten mit dem ungarischen König führen musste. Im Streit um die Stephanskrone entführte Elisabeth, die Witwe von Herzog Albrecht V., diese und floh mit ihr und ihrem neugeborenen Sohn, Ladislaus Posthumus, nach Feuchtenstein, bevor sie bei Kaiser Friedrich III. In Wiener Neustadt Zuflucht fand. Sie war eine ungarische Königstochter und versuchte für ihren Sohn die ungarische Königswürde durchzusetzen. Der letzte Mattersdorfer, Graf Wilhelm, verpfändete und verkaufte schließlich die Burg und Grafschaft 1445 an Herzog Albrecht VI., der sie 1451 an seinen Bruder Kaiser Friedrich III. Weitergab. Im Ödenburger Frieden wurde 1462 wenig zweckmäßig festgelegt, dass Feuchtenstein zwar unter österreichischer Gerichtsbarkeit bleiben, aber Steuern und Zehnt an den ungarischen König abliefern solle. Der Pfleger Sigismund Weißspriach übergab 1466 die Burg an Matthias Corvinus. Einer der wenigen ungarischen Adeligen, die in dieser Zeit treu zum Kaiser hielten,
war Nikolaus Esterházy. Er kam aus dem ungarischen Kleinadel, gehörte aber bereits 1612 durch seine Heirat mit Ursula Dersfay zu den reichsten Magnaten Ungarns. Ursula hatte ihrem Gatten unter anderem die Herrschaften Munkax in der Westukraine in die Ehe mitgebracht, aber auch das wesentlich näher zu Feuchtenstein gelegene Landsee mit dem Schloss Lackenbach. 1622 verpfändete Kaiser Ferdinand die Herrschaften Feuchtenstein und Eisenstadt an Nikolaus Esterházy. Da der Kaiser aus Geldmangel die Verpfändung von Feuchtenstein nicht rückgängig machen konnte oder wollte, wurde es 1626 an den noch im gleichen Jahr zum Erbgrafen von Feuchtenstein ernannten Nikolaus verkauft. Es ist bis heute in Familienbesitz. Graf Nikolaus ließ bis auf den mittelalterlichen Bergfried alle vorhandenen Gebäude niederreißen und zwischen 1630 und 1640 eine repräsentative, aber wohlbefestigte Residenz als Hauptstützpunkt seines ausgedehnten Herrschaftsbereiches errichten. Als Architekten beschäftigte er die Italiener Giovanni Battista Carlone und Simone Ritacco, die auch für Kaiser Ferdinand II. Tätig waren. Als Graf Nikolaus 1645 starb, übernahm sein Sohn Ladislaus die Regentschaft in der Familie Esterházy. In den Türkenkriegen im 17. Jahrhundert spielten die Esterházy eine große Rolle. Zwar wurde Feuchtenstein nie ernstlich angegriffen, doch musste die Familie große Verluste verkraften. Allein 1652 in der Schlacht von Vecekeni verloren sie 4 Familienmitglieder, darunter auch Ladislaus. Nun musste der erst 16-jährige Paul die Besitzungen in Westungarn gegen die Türken und andere Feinde verteidigen. Mit ca. 20.000 Exponaten hat die Burg Feuchtenstein die größte öffentlich zugängliche Privatsammlung Mitteleuropas. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.